Rezeptionistin. Das ist die Wirklichkeit. Das funktioniert immer. Hi, ich möchte zu Nora Gray. Kann ich erst Ihre Erlaubnis sehen? Erlaubnisschein? Gott, ich wusste, ich habe was vergessen. Tut mir leid, alle Besucher brauchen den korrekten Erlaubnisschein. Bist du sicher? Du brauchst meinen Erlaubnisschein, dich zu sehen. Treffer! Nora Gray, 7. Stock, Zimmer 43. Hey, hier ist kein Knopf dran. Schau beim Schalter am Tisch. Ist das nicht der Alarmknopf? Gut gemacht, Aiden. Was jetzt? Aiden, Aiden. Öffne irgendwie diese Tür. Mist. Du musst zuerst die Wache abhängen. Security? Ja, hallo. Sehr gut, ein. Jetzt mach die Tür auf. Komm schon. Hat nichts gesehen. Was geben. Tut mir leid, ich war gerade konzentriert, ich hab total vergessen, ein bisschen was zu erzählen. Ja, Tür. Hm? Wie machen wir die auf? Ist hier ein Schalter? Es sind eine Menge Schalter an der Wand. Warum muss ich hier gar nicht mit Aiden durch? Muss ich wohl doch irgendwie mit Aiden machen. Ja, nur wie? Warum muss ich hier auch noch durch? Achso. Nein, er ist zu weit weg. Scheiße. Deswegen kann man raus. Kann ich ihn irgendwie herlocken? Ah, ja. Was ist das für ein Typ? Jetzt. Geht doch. Komm mal her. Ja, fein. Nein, jetzt bist du. Nein. Ich weiß, er war schlecht. So, Tür auf.
So, nee, warte. Schön ausgenockt den Typen. So, weiter geht's. So, die Kamera habe ich schon weg. Ah, Scheiße. Geisteskranke machen mir Angst. Finden wir Zimmer 43 und dann weg hier. Und dann werden wir Jodys leibliche Mutter kennenlernen. Nora Gray. Ich warte hier. Jody, du weißt, du musst das hier nicht machen. Ich bin da, aber. Sie bemerkt dich vielleicht nicht mal. Geh vielleicht lieber nicht rein. Ah, geht da rein. Mom, ich bin's. Jody. Huhu. Bin zu Hause? Und der Vater, beide sind begabt. Ist Ihnen denn eigentlich bewusst, wie bedeutend das Baby ist? Das wird nicht möglich sein, Nora. Lassen Sie uns doch alles regeln. Es ist das Beste, Sie wissen das. Aber Sie sind mein Baby! Bringt sie mir! Ich hab's nie überlegt! Ich will mein Baby! Bitte! Ich will hier sie raus. Sehen! Bitte, bitte, lass mich zu ihr! Ich will mein Kind! Sie besitzt womöglich auch spezielle Fähigkeiten. Sagen Sie nur, sobald irgendetwas Ungewöhnliches passiert. Erhöht die Dosis. Macht es so, dass sie nie wieder ihr Bewusstsein erlangt. Schweine. Tut mir leid. Es tut mir leid. Es war meine Schuld. Was willst du mir zeigen? What? Zerstör das Ding einfach!
Zerstör es jetzt! Was ist das? Was ist das? Meine kleine... Meine Tochter! Ich hab dich so vermisst, Joe. Ich hab dich so vermisst. Was ist passiert? Was haben sie dir angetan? Die Drogen, die ich bekam, hielten mich in dieser Hölle fest. Ich kann nichts dagegen tun. Ich warte nur auf das Ende. Nein, ich werde dich hier rausholen. Ich werde dir helfen. Das geht nicht, Jody. Es ist zu spät. Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Nichts wird das je ändern. Mom! Das ist fies. Das ist so fies. Ich könnte sie jetzt töten, dann würde sie nicht mehr so leiden. Aber was würde Jody darüber denken? Das ist doch... Das ist doch... Boah, sind die fies. Ich weiß es nicht. Macht man da... Guckt euch doch mal an, sie ist doch nur noch eine Kartoffel. Aber eigentlich... Ich erlöse sie von ihrem Leiden. Hat es hinter sich. Ich werde immer bei dir sein. Ich bin der Meinung, es war die richtige Entscheidung. Bevor sie einfach nur so vor sich hin vegetiert. Tut mir leid, Jody. Hat Cole uns verraten? Oder kam die zufällig? Das sieht nicht nach einem Krankenhaus aus. Oder Gefängnis. Wo zum Teufel sind wir da? Schneekugel für Daddy.